Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Das ist eine Vorproduktion für Montag. Heute ist noch Mittwoch. Ab morgen Donnerstag, den 28. bin ich unterwegs und komme erst am Montag wieder. Ich weiß nicht genau wann, Montag, Vormittags, Montags, Abends, keine Ahnung. Das werde ich ja dann sehen. Aber ich denke mir, ich mache lieber jetzt die Vorproduktion, damit es am Montag nicht so stressig wird. Also, wir spielen Battle Royale Ranked, zwei Runden. Und ja, dann sag ich mal, viel Spaß. Und es geht los, die erste Runde Battle Royale Ranked. Wir haben gerade schon zwei Runden gespielt, also die Aufnahme vom Freitag. Wir haben beide Runden souverän gewonnen. Bei der letzten Runde bin ich nicht gestorben, aber ich war am Krabbeln gewesen, sage ich jetzt mal. Weil die KI wieder durch die Wand geschossen hat. Aber egal. Jetzt die Runde wird bestimmt besser. Obwohl, gerade war schon gut genug, ne? Die haben gewonnen. Ich hatte 8 Kills. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Josie hatte. Oder Red. Nice, nice, nice. Juhu. Schon mal eine Woody Woodpecker. Ah, nee, die will ich nicht, die Aug. Die werde ich gleich wechseln. Ich erstmal die hier. Das möchte ich auch nicht. Ah, so weit weg. Ah, dann nehmen wir erstmal die hier. Die P90. Bison. Nein, Bison brauche ich auch nicht. Okay. P90 habe ich schon. Die Torge. Oh, jetzt habe ich beides meine Lieblingswaffen. Schwimmen gehen. Ist aber flach. Da hat gerade mal die Füße drin. Hast mich vergessen. Oben ist etwas drin, ja. Da wurde mir doch mal gezeigt, wie man da hochkommt. Wie kommt man da noch mal hoch? Das war irgendwas mit hier einem Mauer hinsetzen. Und hier irgendwie eine Mauer hinsetzen und
Ich weiß es nicht mehr. So, jetzt noch mal probieren. Hierauf, hier rüberlaufen, hierauf und da neben springen. So und so, müsste reichen. Ich hab's doch fast geschafft. Nein! Okay, jetzt haben wir's. Nein, jetzt habe ich's noch nicht. Warte mal. Drei. Drei, drei. Ja. Boah. Erstmal reparieren, ja. Zack. So, jetzt geht's besser. Ja, nochmal. So. So. Und. So. Jawohl, ich hab's geschafft. Endlich. Jetzt kann ich hier bis zum Feierabend bleiben. Gut, dann können wir jetzt weiterspielen. Wir waren jetzt einmal umgewesen. Ach ja, das war anstrengend. Okay, dann können wir jetzt schauen, wo die Gegner sind. Nur 21 da. Josie wurde angeschossen. Er hat einen gekillt. Still on cooldown. Warum? Ich will das aber jetzt benutzen. Ach Mensch, das ist gemein. Bleib doch stehen. Quadra kill. Gute Arbeit. Dominating. Okay. Jetzt
sind es nur noch 8 Leute, die hier sind. Also 2 abziehen, 6 Gegner. Habe ich schon eingestellt? Nein, habe ich noch nicht eingestellt. Warte doch, ich habe es doch. Nee, auch nicht. Ich habe gar keinen Skin mehr auf dem Motorrad. Ah. Jemand hier? Keiner hier. Schöner Treffer am Fuß. Voll am Fuß erwischt. Obwohl, wenn er schießt, zieht er vielleicht ein Stückchen hoch. Na, beim Scharfschuss sind wir nicht. Oh, einmal Regen. Tak, tak, tak. Hallo, ist da jemand? Oh, hier ist einer. What? Kein Kopfschuss gewesen? Einer noch. Okay, das war's. Yeah. Supi, dann noch eine Runde und dann war's das für heute. Schauen wir nochmal an, wie die Bewertung ist. Wie viele Kills hat Josie gemacht? 18 Kills. Nice. Ich habe gerade mal 7. Also wir haben 25 von 30 sind das immer, ne? Gut, dann sag ich mal, bis gleich. Und die nächste Runde Battle Royale. Die letzte für diesen Monat für mich. Schade, habe ich gar nicht so viel geschafft diesen Monat. Aber wie gesagt, zurzeit spiele ich auch eigentlich mehr Mech Arena, weil bei Free Fire habe ich eigentlich schon alles. Bis auf Skins. Die Fähigkeit habe ich schon alle freigekauft. Die Charaktere habe ich alles freigekauft und das andere, was ich alles freikaufen könnte, da bräuchte ich Geld für. Deswegen spiele ich zurzeit nur noch meistens Mech Arena. Weil da kannst du auch kaufen, aber du kannst auch alles so freispielen. Also man muss da nicht unbedingt Geld bezahlen. Mit Geld geht es natürlich wesentlich schneller, viel, viel schneller, aber ist auch richtig teuer. Das war natürlich auch wieder ein kleiner Nachteil bei dem Spiel, bei Mech Arena. Dass die Leute, die könnten nicht spielen und die haben voll gute Mech, weil sie ihn gekauft haben. Gute Arbeit! Kurz mal warten hier, gleich weiter labern.
Lol. Das war ein Spieler gewesen. Das war ein Spieler gewesen. Kommt er noch herum? Was ist das mit den Leuten hier? Da hinten ist noch einer. Ich habe noch gar kein Scharfschützengewehr. Oh, ich will nicht runter. So, okay, wo war ich stehen geblieben? Das ist ein großer Nachteil bei dem Spiel auch. Wenn man sich halt alles freikaufen kann, ne? Aber was heißt Nachteil? Man denkt dann, es ist so ein bisschen unfair. Es gibt Leute, die spielen jahrelang, die spielen richtig gut. Dann kommen Leute, die richtig viel Geld haben, kaufen sich die besten Mechs. Ui, hier ist aber viel los. Kaufen sich die besten Mechs und... Ich möchte zwar keine Karl haben, aber... FG, G, Hetze. Ha. Ha. Okay, Hetze. Ja, die spielen jahrelang, spielen richtig gut, dann kommen wieder welche von wegen mit viel Geld, kaufen sich halt die besten Sachen, wo man mehrere Wochen, Monate, sag ich mal, ja mehrere Monate, Wochen nicht, mehrere Monate spielen muss, damit man es freischalten kann. Also hast du Geld, kannst du sehr schnell gut spielen, nicht gut spielen, aber sehr schnell gute Sachen kriegen und bist im Vorteil gegenüber Leute vielleicht, die besser spielen, aber hinten sind Leute. Aber nicht so gute Sachen haben. Aber für mich ist das auch gleichzeitig noch so ein kleiner Anreiz. Ha. Ich werde angerufen. Gerade keine Zeit. Ja. Ja, das ist halt das, was ich halt meinte mit Mech Arena, aber ich spiele halt zurzeit mehr Mech Arena, weil ich habe doch noch sehr viel, was ich freischalten muss, was ich freischalten kann. Und bei Free Fire eher nicht. Das ist jetzt eigentlich nur noch spielen. Und das war's. Also bei Free Fire ist jetzt nur noch rein spielen. Nichts mehr zum Freischalten. Außer wenn ich halt Geld investiere. Weil die Diamanten kriegst du nur durch Geld und nicht durch Spielen. Und die Haustiere kannst du dir nur freischalten. Entweder wenn eine Quest kommt. Die alle 3 Monate einmal kommt, glaube ich. Dann kannst du ein Haustier freischalten. Oder wenn du Geld bezahlst. Und sonst die Charaktere habe ich ja alle. Oh, danke schön. Defeated.
Wo war ich denn lang gelaufen? Ach, ich war da hinten gewesen, genau. Da unten liege ich, neben der anderen Leiche. Hi. Das gibt's doch nicht. Schon wieder gleiche Charakter. Geduldig. Ja, ich habe Zeit. Ich bin noch jung. Roger. Da ist er. Der hat mich immer gekillt. Killing spree. Dankeschön. War eine KI, würde ich sagen, oder? Warum war die KI so stark? Die haben mich, glaube ich, 5-mal oder 6-mal getroffen, tot war ich. Schon wieder frei. Ich lebe wieder. Also ich glaube, ich müsste jetzt eine Medaille kriegen, das Purple Heart. Oder? Ach ja. Endlich. Keiner mehr hier. Schauen wir mal, was habe ich? Ach, das ist mein altes Dingsbums, was ich hier hatte vorhin. Einmal. Ach, ich möchte doch die da loswerden. Ah, so, hier, zack. Öffnen. Nicht so. Weiterlaufen. Öffnen. Und. So. Nein, auch nicht. Ah, was für Wurst jetzt? Was haben wir hier? Hier haben wir einmal die hier und nehmen wir den. Also das ist eine schwierige Runde für mich heute. Ich glaube die schlimmste Runde von heute. Zweimal gestorben. Das darf man keinen erzählen. War schon weg. Ach ja.
I need glue wall. I need glue wall. Okay. Möchte ich nichts von haben? Go for the arsenal. Vielleicht noch den hier. Gut, dann würde ich mal sagen, wir hauen jetzt die letzten zwei Spieler oder Charaktere oder KI oder wie auch immer um. Ist denn hier einer in der Nähe? Hier ist keiner in der Nähe. Da ist einer. Bestimmt dahinter den Dingen steht eine KI. Rennt bestimmt wieder gegen der Wand. Still on cooldown. Das war halt, wenn man das Spiel öfters spielt, weiß man, wie die KI manchmal denkt. Kriegst du einen Hinweis, dass da drinnen was ist in der Arena, in Arsenal, und dann möchte er hinlaufen, geht aber nicht, weil die können die Tür nicht öffnen. Ha. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Schauen wir mal die Ergebnisse an. Ich bin zweimal gestorben. War ich vor zweimal wiederbelebt? Gestorben? Ah? Ne, warte. Hä? Er hat mich zweimal belebt. Ah, egal. Keine Ahnung. Gut, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid. Bis dann, wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.